Recht herzlich willkommen zur 33. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal waren wir auf der Suche nach den französischen Schiffen, um die irgendwie, ne, zu anzugreifen. Und ich habe fast die Vermutung, dass die hier sind, ne? Das könnte natürlich sein, die sehen wir da nicht. Die sind da wahrscheinlich am Besiedeln und dahin gefahren. Ja, das ist jetzt die Frage, was machen wir? Wir könnten natürlich gucken, dass wir hier einmal rübergehen. Dafür Flotte wieder dahin. Und wir sollten vielleicht noch ein paar Truppen ausheben. Dann haben wir nicht unbedingt die Chance gegen die Franzosen. Ja, wäre jetzt die Frage, ne? Wir gehen mit 30 Mann hin und hoffen, dass die 7 nur da sind und die kommen und uns angreifen. Und wir schlagen sie. Versuch ist es wert, ne? Was anderes kann man dazu nicht sagen, oder? Drei, vier, fünf, sechs, wie viel können wir? Sieben, acht, neun und zehn schaffen wir leider nicht. Gut. Dann lassen wir mal gerade weiterlaufen. Versuch ist es halt wert. Müssen wir auch mal machen. So, wenn wir noch ein paar Taler zusammenkriegen, glaube ich aber nicht. Dann könnten wir noch einen mehr machen. Und 2,57. Ist ein bisschen was, ne? Jetzt sind da sogar nur noch zwei Einheiten. Die 5 gehen runter. Warum gehen die 5 runter? Okay. Das lehnen wir ab. Was ist es? 120 immer noch. 2 da, 5 da. Also, wenn, dann würde ich jetzt sagen, wir greifen sofort die 2 Truppen an, um die zu dezimieren, ne? Nur 48 Dukaten, okay. Ich weiß nicht warum, wieso und weshalb, aber. Den machen wir noch dabei, dann haben wir 30. Die einen mehr. Okay, das lohnt alle nicht. Wir haben da einen drauf. Und wir gehen jetzt mal einfach rüber. Mit 20, 22 Einheiten gehen rüber, okay. Greifen die 2000 an. Gucken, ob die 5 kommen. Gewonnen. Okay. Die 5 bleiben gerade stehen. Sind aber 10. Ah, die schiffen gerade weg. Die schiffen wieder aus. 12 Schiffe sind da gewesen. Und ich weiß nicht, wo sie hinfahren. Super. Das ist unsere einzige Chance jetzt hier, oder? Aber die rüsten jetzt voll auf, ne? 10er. Hier können wir Kanonen machen. Aber wir haben kein Geld. Ja, gestaltet sich schwierig. 12 Einheiten. Sind schon wieder zu viele, ne? Ist echt eher die Frage, auf Paris zu gehen, oder? So, mal Pause. Hier oben sind so viele Sachen aufgegangen. Da können wir erstmal Einheit zusammenführen.
Das ist mit 25 relativ niedrig. Da haben wir 4 Könige. Ja. Wir sollten definitiv das machen wegen den Zöllen, ne? Was sagt das Geld zurzeit? Warte, hier sind wir richtig. 6. Wie sind die? 70. Oh, 70 hier. Maßnahmen. Rebellen unter Druck. Okay. Auch 70. Englische Bauern. Vorderrum nachkommen. Anders geht's gar nicht. Invernesen. Unterdrücken. Machen wir alles. So, die sind da unten. Das ist erstmal egal. Die helfen uns sogar noch. Gut, dann weiterlaufen lassen. Oh, da sind pikardische Nationalisten. Okay. Kriegsmüdigkeit kriege ich sowieso nicht runter. Das ist auch schlecht. Ja, 12 Einheiten da unten. Lass mal weiterlaufen, gucken, was passiert. Oh, die rüsten sowas von auf. 12. Kriegssteuern verlängern wir, ja. Was haben wir jetzt hier? 3. Wie viel Geld brauchen wir denn? Na, jetzt sind wir hier auf dem Holzweg, ne? Da wollte ich hin. 27 brauchen wir für eine Kanone, okay. Die Schiffe sind wieder da und die haben 15. Und wo gehen die hin, die 15? Gen Süden? Ich glaube, wir verziehen uns, weil die bewegen sich zu sehr. Dann sind wir wieder verloren. Ja, die kommen gen Norden. Wir haben glücklicherweise schon mal einige Einheiten jetzt raus aus dem Land. Passt. Das wäre nur schief gegangen. Akzeptieren wir. Ja, guck, da sind sie wieder. Aber wir haben sie dadurch erstmal beschäftigt ein bisschen, ne? Darlehen zurückzahlen, ja. So. Flandern, flanderische Nationalisten, die lassen mal ruhig laufen. Eigentlich müsste man jetzt hier unten hinfahren und da wieder was befreien, ne? Was macht eigentlich unsere Kolonie? Ja, wächst und gedeiht, ne? Ach so, dann wollte ich nur mal reingucken hier in einen. Nee, wo war das jetzt? Da. Wie weit ist das fortgeschritten? Okay, das ist schon fertig. 250 Taler, wie weit sind die? Na, nicht draufklicken. Nur drauf gucken. 64, 32, 32, 61, 61. Und hier oben 33 und immer noch 0. Da schwappt es irgendwie nicht richtig rüber. Und hier war 40 letztens, da ist 45. Okay. Ja, fördern, das ist das, was wir so unbedingt machen müssen, damit wir nicht noch weiter ins Hintertreffen gelangen, ne? Gut, lass weiterlaufen. Da kommt noch eine Armee, die haben reichlich, ne? Ja, jetzt wird Kuh von Frankreich besetzt, ist klar.
Ich weiß nicht, ob die da durch dürfen, ne? Das ist die nächste Frage. Das ist jetzt nicht so entscheidend. 144 wieder. Und da haben wir sowieso gewonnen. Handelsdisput gegen Flandern haben wir verloren. Die werden hier immer mehr in Burgund. Stehen nebenan und greifen aber nicht an, ne? Ist auch interessant. Sie wissen wohl, dass sie unterlegen sind, oder wie sehe ich das? Okay, die summieren sich da jetzt gerade wieder. Produktionsforschung fehlerhaft. Administrative verlieren oder Prestige? Und dann verlieren wir lieber die Administrative, obwohl es immer weh tut. Die Sense. Wie weit ist das Wetter? 66. 45, nix. 250 kostet es noch. Ja. Schwappt das da hinten rüber? Das ist die Frage. Hier unten ist ja schon was bei den Norwegern, waren das, glaube ich, ne? Hier oben ist nix. Das wird noch dauern hier. Ich wollte dort oben ein Schiff bauen. Habe ich das schon getan? Ich glaube nicht. Eine Kogge. Und wenn wir da schon sind, na, können wir gerade nicht, weil wir kein Geld haben. Das akzeptieren wir, das lehnen wir ab. 144. Und dann bauen wir da noch eine Einheit. Französisches Friedensangebot 192. Sie gehen gerade wieder mit dem Preis hoch, ne? Meinen, dass sie da irgendwas erreichen könnten. Wow. Oh. Nachdem die das befreit haben, gehen die dann drauf, die Bordoraner oder wie man sie auch nennen möchte. Okay. Da kommen andere hoch, ne? Verlängert. Okay, da haben wir jetzt auch Pelze. Ja, ist zwar jetzt weg, aber irgendwo muss man es mal machen, ne? Okay, 22 Einheiten. Okay, unsere Dingensaufgabe ist erledigt. Chancekolonisten plus 5%. Kolonie 25. Wachstum gut. Dann schauen wir mal rein, was wir als nächstes haben. Konstruktion einer großen Flotte ist immer noch angesagt mit 20 Schiffen oder wie viel? Ja. Das wäre was. Picardie erobern brauchen wir nicht. Da müssen wir die Meinung gerade hier von Schweden verbessern. Diplomatie Beziehungsverbesserung bestätigen. Die sitzen gerade ziemlich zu, die Norweger, ne? Sind die denn noch verbündet mit Schweden? Oh nee, die haben keinen Waffendingens. Dann würde ich ja fast sagen, dass wir das auch machen. Ja. Schwieriges Ding, würde ich sagen, ne?
Aber ich glaube, wir sind jetzt gerade an der Schwelle, dass wir den Norwegern den Krieg erklären, weil sie keine Verbündete haben. Und so können wir uns irgendwo ein bisschen Land holen. Ist da noch was mit Anspruch fingieren? Ja, es geht ja nur das und das machen wir dann. Dann haben wir das auch noch drin. Und dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst reichen und wir werden definitiv, denke ich mal, dort hinfahren und gucken, dass wir Norwegen den Krieg erklären. Das wird unser nächstes Ziel sein. Ich hoffe, dass wir Frankreich irgendwie hier nicht rüberkommen lassen. Dafür müssen wir unsere Flotte kurz trennen. Oh, die 14 Schiffe, die planen die Invasion. Aber wir werden sehen. Okay, danke fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.